Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Wingenfeld und lieber Herr Kakza, für diese treffenden Grußworte. Und damit haben Sie unsere Reihe jetzt auch offiziell eröffnet. Und wir kommen zum Höhepunkt des heutigen Abends. Ich darf Ihnen jetzt kurz unseren Hauptredner des Abends, Christian Uhle, vorstellen. Ein bisschen was wurde schon zu ihm gesagt. Christian Uhle kommt aus Berlin und ist in allererster Linie tatsächlich Philosoph. Vielleicht nicht unbedingt ein typischer, aber das können Sie gerne dann auch jetzt gleich für sich feststellen, ob das so ist. Ja, sein Schwerpunkt ist der Sinn im Leben. Das ist ein thematischer Schwerpunkt und dabei deckt er ein sehr beachtliches, breites Themenspektrum ab. Das reicht von klassischen Themen wie Freiheit und Verantwortung über Philosophie des Digitalen bis hin zur Zukunft der Mobilität. Und damit ist Christian Uhle auch ganz nah an empirischen Fragen dran. Er hat beispielsweise auch bei einigen Studien zu den Auswirkungen der Digitalisierung mitgearbeitet und arbeitet aktuell, schreibt an einem neuen Buch, oder vielleicht ist es auch schon fertig, ich weiß nicht, fast fertig, mit dem Titel Künstliche Intelligenz und echtes Leben. Außerdem hat er auch hin und wieder oder öfter auch schon für Unternehmen gearbeitet und Strategieprozesse begleitet. Und als ich ihn im Vorfeld gefragt habe, was ihm denn noch so besonders wichtig ist, da hat er mir geantwortet, ein großes Anliegen von ihm ist es, zum einen auf philosophischem Gebiet profund zu sein, aber wirklich gleichzeitig in ständigem und intensivem Austausch mit der außerakademischen Welt zu sein. Und ja, er sagt, er betreibt Philosophie aus der Gesellschaft heraus und mit der Gesellschaft und betrachtet die Philosophie als eine transformative Disziplin. Das finde ich ist was wirklich, ja, auch fast Einzigartiges. Und um das umzusetzen, entwickelt er auch eigene Austauschformate. Wer könnte also besser passen, um diesen heutigen Abend mit einem Eröffnungsvortrag die Reihe zu eröffnen? Und lieber Christian Uhle, jetzt freuen wir uns sehr auf deinen Vortrag und die Bühne gehört dir. Danke. Ja, tausend Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, das zweite Mal hier in Fulda zu sein. Es geht um Veränderungen, Zeiten des Umbruchs. Also heute sind die ganz großen Themen dran, die ganz großen Linien. Und vielleicht schadet es nicht, wenn wir erstmal down to earth beginnen mit ein bisschen Bodenhaftung. Und eine Veränderung, die ansteht, ist, die Inflation schreitet voran. Ich möchte mal kurz so ein bisschen versuchen, so den Denkraum aufzumachen für verschiedene Arten von Veränderungen mit der Frage, und das geht jetzt gar nicht darum, irgendwas auszurechnen, was passiert, wenn ich 2000 Euro habe und ich diese 2000 Euro mit 5% Verzinsung anlege. Also ich gehe zum Konto und ich lege die an, 5% Zins und Zinseszins. Das heißt, ihr wisst, nach dem nächsten Jahr wird das wieder verzinst und so weiter. Fragt mich nicht, wo ich die Bank gefunden habe mit den 5%. Aber genau, das ist ja jetzt hier eher ein Gedankenexperiment. Es geht nicht darum, das Ganze auszurechnen, sondern so ein bisschen zu versuchen, ein Gespür dafür zu bekommen, wie wir Entwicklungen und auch technologische Entwicklungen eigentlich einschätzen. Was glaubt ihr, wie viel Geld habe ich da liegen nach 5 Jahren? Es ist eine Schätzfrage, es geht jetzt wirklich hier nicht um richtig und falsch. Es geht eher darum, wie wir so intuitiv an solche Fragen rangehen. Haben wir eine Schätzung? Also, und? Zweieinhalb? Bisschen mehr? Bisschen mehr als zweieinhalb? Okay, gehen wir mal weiter. Es sind, genau, 2553. Also, genau, die nächste Frage, auch wieder nicht zum Ausrechnen eigentlich gedacht, sondern zum Schätzen. Also lasst die Handys da, wie viel habe ich nach 50 Jahren zum ersten, zum zweiten, zum dritten? Eine Schätzung? Ja? 5000? 60? 5000, 6000, sehr große Spannbreite. Noch eine Schätzung? 23.000. Sind Sie Mathematikprofessorin? Haben Sie das gerade im Kopf ausgerechnet? Oder mit dem Handy? Wirklich? Im Kopf? Ohne Handy? Wahnsinn.
Okay, also wir sehen auf jeden Fall eine große Spannbreite. Es wird schon schwieriger, die Zahl jedenfalls abzuschätzen. Und jetzt die letzte Frage. Wie viel habe ich nach 400 Jahren da liegen? Damit beenden wir das Ganze auch. Bevor unser Mathe-Genie antwortet, die Leute, die solche Fragen nicht im Kopf ausrechnen, die Normalsterblichen, was schätzt ihr, was liegt da nach 400 Jahren? Euro? Achso, welche Währung? Gute Frage. Wir nehmen an, genau, vieles verändert sich, nur der Euro nicht. Genau, also was schätzt ihr? Irgendwelche Zahlen? 45? Ein paar Millionen höre ich. Mehrere Millionen? Noch eins. Wer geht höher als mehrere Millionen? Höher als mehrere Millionen jemand? Ja. Anderthalb Millionen. Ja, endlich haben wir es. Es sind 600 Milliarden. Genau. Also die höchste Schätzung im Raum war niedriger als hier. Das hier sind 6 Millionen. Ja? Jetzt sind wir bei 60 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde. Und hier sind wir bei 600 Milliarden. Also so unglaublich falsch haben wir das eingeschätzt. Niemand in dem Raum ist auch nur annähernd, nur irgendwie so ganz grob in den Bereich dessen gekommen, wo wir liegen. Die höchste Schätzung war hier und wir reden hier über das Zehntausendfache des Ganzen. Wie kann das sein? Das liegt eben daran, dass, werdet ihr wissen, dass eine solche Entwicklung mit Zins und Zinseszins eine exponentielle Entwicklung ist. Und niemand hier in dem Raum, auch ich selber hätte es natürlich auch nicht geraten, wir sind nicht in der Lage, solche Entwicklungen auf die lange Sicht irgendwie zu verarbeiten und ein Gespür dafür zu bekommen. Weil dieses Gespür, das wir haben, diese Intuition, die entwickeln sich ja aus unserer Lebensrealität und in unserer Lebensrealität haben wir selten es mit solchen exponentiellen, komplexen Entwicklungen über einen größeren Zeithorizont zu tun, wo solche Auswirkungen sichtbar werden können. Was hat das Ganze mit der Welt zu tun, in der wir leben? Es hat was damit zu tun, dass eben viele Veränderungen in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft nicht linear sind. Die gehen nicht einfach geradlinig weiter, sondern sie haben in sich nicht lineare, also so unregelmäßige und vor allen Dingen exponentielle, sich beschleunigende Entwicklungen. Und das hängt ganz viel mit dem technologischen Fortschritt zusammen. Also der technologische Fortschritt ist etwas, da baue ich ja immer auf der Stufe, auf der vorherigen technologischen Stufe auf. Ja? Und mit dieser Stufe kann ich die nächste nehmen. Und dadurch habe ich halt einen immer größeren Hebel, um die nächste Generation von Technologien zu entwickeln. Und das haben Technologien generell als Eigenschaft, tragen sie in sich. Insbesondere aber digitale Technologien, die unsere heutige Zeit so sehr prägen und über die es heute auch noch ein bisschen gehen wird, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Das sieht konkret so aus. Links seht ihr ein Foto von meinem ersten Computer, den ich besessen habe. Und der hatte damals 40 Megahertz. Und ihr seht hier vielleicht eben ein solches, wie das noch aufleuchtet. Da gab es nämlich hier irgendwo so einen Turbo-Knopf. Und wenn man diesen Turbo-Knopf gedrückt hat, dann ist er von 32 Megahertz auf 40 Megahertz hochgesprungen und konnte das eben ganz stolz nach außen extra nochmal zeigen, dass er da im Turbo-Modus gelaufen ist. Und heute hat jedes völlig durchschnittliche, gar nicht mal das neueste Modell, ein Mehrkernprozessor, wo wir mehrere tausend Megahertz haben. Was dahinter steht, das nennt man Moore'sches Gesetz, ja, und es beschreibt eben genau diese exponentielle Entwicklung. Und das bedeutet ja nicht einfach nur, dass irgendwas immer schneller wird. Es heißt ja nicht einfach nur, oh krass, jetzt die Computer, die fahren schneller hoch, wenn ich die anmache. Sondern es bedeutet, dass ich mit solchen besseren Prozessoren auch andere Anwendungen umsetzen kann. Und wenn ich andere Anwendungen umsetze, dann sind andere Geschäftsmodelle möglich. Und diese Geschäftsmodelle, die verändern wieder unsere Gesellschaft, verändern die Welt, in der wir leben und unseren Alltag, in dem wir uns bewegen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wann das Smartphone eingeführt wurde. 2007 sagt man, war so dieses iPhone 1 Release, aber genau, das ist eben der Zeitpunkt. Und kurz davor, 2005, das verdeutlicht das noch mal so ein bisschen, sehen wir ein Foto vom Petersplatz in Rom von der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. Und was das bedeutet,
dass technologischer Wandel sich immer schneller und schneller und schneller und schneller entwickelt, sehen wir, wenn wir nur 8 Jahre in die Zukunft springen und wir schauen uns ein Bild an aus dem Jahr 2013 von der Wahl von Papst Franziskus. Man könnte natürlich viele Bilder nehmen von Konzerten, von Sonnenuntergängen und so weiter und so fort. Aber was ist dazwischen passiert in diesen 8 Jahren? Da ist ja nicht einfach nur irgendwie eine coole Technologie auf den Markt gekommen. Da wurden nicht einfach nur Geräte verkauft und viele Unternehmen sehr, sehr viel reicher. Da haben sich nicht nur global die Machtverhältnisse in der Wirtschaft geändert, weg eher von einer industriell geprägten Ökonomie zu einer digital geprägten von der Tendenz, sondern da hat sich unsere Gesellschaft verändert. Da hat sich die Rolle von Fotografie verändert zum Beispiel. Ein Foto erfüllt weniger die Funktion, einen Moment festzuhalten für die Zukunft, sondern ihn in dem Moment zu teilen. Da hat sich Kommunikation verändert, da hat sich Demokratie verändert. In 8 Jahren. Insofern, wenn wir uns sowas überlegen, dann könnte man manchmal so ein bisschen denken, ja, nichts bleibt, wie es war. Das stimmt mit Sicherheit. Das ist sozusagen ein Stammtischgedanke, der an dieser Stelle kommen kann. Aber möglicherweise vielleicht auch die Antwort darauf, nämlich, ach, die Welt hat sich doch immer schon verändert. Und ich glaube, dass das natürlich stimmt. Die Welt hat sich immer schon verändert. Aber sie verändert sich immer schneller. Und das hängt wesentlich mit dieser technologischen Entwicklung zusammen. Und es wird vor allen Dingen deutlich, wenn wir einmal ganz kurz so in die Menschheitsgeschichte reingucken. Ja? Der Homo sapiens ist jetzt seit ungefähr 300.000 Jahren auf diesem Planeten. Also so alt sind die ältesten Knochenfunde. Da konnten die Menschen aber noch gar nicht sprechen, da waren sie noch tierähnlicher, geht man zumindest davon aus. Und irgendwo hier so in der Mitte, vor 150.000 Jahren oder vielleicht auch vor 50.000, irgendwo hat hier was stattgefunden und Menschen waren im Endeffekt so wie wir heute. Ja, die haben gesprochen, die haben gelacht, die haben Musik gemacht, die hatten, haben vielleicht getanzt, die hatten Kultur und so weiter, haben Bilder gemalt. Und sie haben die ganze Zeit als Jäger und Sammler gelebt. Im Wald. Und erst vor 10.000 Jahren, irgendwann hier, begann die Sesshaftwerdung. Also erst hier haben sie angefangen, sich niederzulassen, in großen Teilen der Welt zumindest, nicht in allen Teilen. Und irgendwann hier wurde die Schrift eingeführt und irgendwo da, ganz am Ende, da sind wir. Und wenn wir das uns einfach mal verdeutlichen, dann ist, wenn wir uns jetzt hier mal irgendein Jahrtausend rausnehmen, also zum Beispiel vor 24.000 Jahren oder vor 25.000 Jahren, da hat sich nicht viel verändert. Na klar hat sich die Welt immer schon verändert, aber nicht wirklich. Also das, was Geltung hatte vor 25.000 Jahren, das hatte auch noch Geltung vor 24.000 Jahren. Wenn wir jetzt aber die letzten 1.000 Jahre anschauen und im Endeffekt uns angucken, was ist da passiert, stellen wir fest, dass wir in einer völlig anderen Welt leben. Und dass das, was wichtig war im Jahr 1024, die Fähigkeiten, die ich brauchte, um zu überleben, die Fähigkeit, um meine Rolle in der Gesellschaft einzunehmen, sind Fähigkeiten, die heute sich komplett verändert haben. Und das geht eben immer schneller und schneller. Und insofern ist es kein Gefühl, sondern es ist eine Tatsache. Die Welt verändert sich de facto immer schneller. Das ist nicht nur ein Lebensgefühl, nach dem Motto, es hat sich immer schon alles verändert. Die letzten 100 Jahre, da hat sich viel mehr verändert, als wenn ich irgendwelche 100 Jahre vor 1500 Jahren mir angucke. Da gab es da auch politische Umwälzungen, irgendwelche Kriege und sowas. Na klar, das gab es. Aber im Großen und Ganzen, die Fähigkeiten, die ich brauchte, die haben sich nicht wesentlich verändert. Und heutzutage, wenn wir uns in der Welt orientieren wollen, ja, das Skillset, das wir brauchen, das verändert sich immer schneller. Und was Gültigkeit hatte vor kurzem, hat jetzt keine Gültigkeit mehr. Und das erfordert natürlich eine ganz große Anpassungsleistung von uns. Eine Anpassungsleistung des Homo sapiens. Und die gute Nachricht ist, wenn wir uns das so angucken historisch, dann sind wir ja eine Spezies, die in der Lage ist, sich anzupassen, wie im Grunde genommen gar keine andere Spezies auf diesem Planeten. Aber es sind auch Veränderungen, die Unsicherheiten aufwerfen. Vielleicht Ängste. Denn ganz klar ist, wenn sich da so viel verändert, dann erzeugt es immer an irgendeiner Stelle auch Gewinner- und Verliererstrukturen. So eine Entwicklung kann man sagen, kann insgesamt besser sein oder insgesamt schlechter, aber sie geht mit Sicherheit mit einer Umschichtung von Machtverhältnissen einher. Sei es ökonomisch, politisch und so weiter und so fort.
Gleichzeitig zeigt es uns aber auch, und das glaube ich auch, wenn wir das Ganze anschauen, es ist nicht unbedingt schlecht. Denn wenn wir den Status quo angucken und die Welt, in der wir leben, wenn wir uns das alles angucken, dann ist vieles sehr gut da draußen, aber vieles ist auch sehr verbesserungswürdig. Wir haben starke Ungleichheiten, wir haben ökologische Probleme und so weiter und so fort. Im Feld Arbeit, es gibt sehr viele Menschen, die in Strukturen arbeiten, in denen sie nicht glücklich sein können und so weiter und so fort. Da ist Luft nach oben. Wir können es besser machen. Insofern ist Wandel an der Stelle vielleicht gar nicht unbedingt verkehrt. Und damit möchte ich einsteigen in eines von drei Themenfeldern, auf denen ganz besonders viel passiert. Es ging eben schon um die Digitalisierung und ihr habt es sicherlich, wahrscheinlich jeder hier im Raum, auf die eine oder andere Weise mitbekommen. Gerade jetzt ist nochmal, stehen wir an einem Zeitpunkt in der technischen Entwicklung, aber auch in unserer gesellschaftlichen, wo wirklich eine Epoche sich ändert, eingeläutet durch künstliche Intelligenz. Darüber möchte ich jetzt ein paar Minuten sprechen, aber bevor ich das tue, will ich zumindest, damit wir alle hier so im gleichen Boot sitzen, zwei, drei Sachen einmal kurz demonstrieren. Wer von euch hat denn schon mal ChatGPT ausprobiert selbst? Okay, sehr viele. Wer von euch hat es nicht nur als Spielerei ausprobiert, sondern sozusagen ernsthaft ausprobiert und in irgendeiner Form so in den eigenen Arbeitsprozess integriert? Das sind ungefähr zwei Drittel haben es überhaupt schon mal probiert und von den zwei Drittel, würde ich schätzen, haben es zwei Drittel auch schon mal ernsthaft probiert. Ich mache es ganz kurz, das wird jetzt hier keine Stunde dauern, sondern einfach ganz kurz in zwei Minuten, damit wir ein gemeinsames Verständnis haben, alle in dem Raum und später, wenn wir auch miteinander sprechen, damit wir irgendwie auf einem gleichen Verständnis aufbauen können. Also das hier ist eben ChatGPT und ich kann damit jetzt sprechen und das ist eine künstliche Intelligenz. Damit kann ich nicht googeln, sondern ich kann damit sprechen wie mit einem Menschen und ich sage zum Beispiel, du bist ein Marketing-Experte, mach eine Kampagne für eine Veranstaltungsreihe in Fulda zum Thema Wandel. So, das tippe ich jetzt ein und boom. Jetzt wird da die Zielgruppe, das Ziel der Kampagne, die Zielgruppe, die Kampagnenelemente, Website, Social Media, Programm und Veranstaltung, was brauchen wir? Ein Eröffnungsevent. Ah, da sind wir gerade mittendrin im Eröffnungsprojekt. Podiumsdiskussion wird es, glaube ich, auch. Genau, jetzt haben wir das Ganze und jetzt sage ich super. Schreibe einen Newsletter, der darüber informiert. So, Fulda im Wandel, machen Sie mit bei unserer neuen Veranstaltungsreihe. Jetzt haben wir hier den Newsletter, der dann per E-Mail rausgehen kann. Und jetzt sage ich, ich weiß nicht, wen ihr hier habt, aber zum Beispiel schreibe den gleichen Newsletter auf Griechisch zum Beispiel. Ups, habe ich mich vertippt, mal gucken. Ah, ihr habt es aber trotzdem gecheckt. Okay, dann haben wir den ganzen Newsletter nochmal auf Griechisch. Und damit ende ich jetzt auch, das ist jetzt das Letzte. Schreibe ich Danke, nun programmiere ein Pop-up Fenster ausschließlich in HTML, in dem auf die Reihe aufmerksam gemacht wird. So, natürlich, sagt ChatGPT, hier ist der HTML-Code für ein Pop-up-Fenster, das auf die Veranstaltungsreihe Fulda im Wandel aufmerksam macht. Da ist jetzt der Code, der wird gerade runtergeschrieben und ich warte noch mal ganz kurz. Jetzt können wir den mal testen. Ich kopiere den Code und füge ihn dann hier rein. Und mache das als HTML. Ups. Und teste das Ganze. Ja. Da, Fulda im Wandel, da ist das Pop-up-Window programmiert. Okay, was ist da gerade passiert? Und damit ende ich auch. Ich weiß nicht, wie lange hat das gerade gedauert?
Zwei Minuten ungefähr. Es waren ungefähr 120 Sekunden, zwei Minuten. Was haben wir gemacht in zwei Minuten? Wir haben eine Kampagnen-Roadmap erstellt für ein Programm. Wir haben den Newsletter geschrieben in Deutsch, wir haben den Newsletter geschrieben in Griechisch und wir haben ein Fenster für die Website programmiert in HTML, das außerdem funktioniert. Das haben wir gemacht in zwei Minuten. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Fenster hätte programmieren können, ich nicht. Aber garantiert ist niemand in dem Raum, der es in dieser Geschwindigkeit gekonnt hätte. In zwei Minuten haben wir eine Kampagne geplant, ein Newsletter auf Deutsch geschrieben, ein Newsletter auf Griechisch geschrieben und die Webseite umprogrammiert. In zwei Minuten. In zwei Minuten. Und ich glaube, wenn wir uns das anschauen, wird deutlich, dass das natürlich massive Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es ist billig und es ist in einer Geschwindigkeit, die absolut unvorstellbar ist. Und es funktioniert. Was kann man auf diese Weise automatisieren? Heute schon tatsächlich. Es wird noch nicht viel umgesetzt, weil es sozusagen, aber es ist gerade in der Mache, aber was kann prinzipiell automatisiert werden? Naja, also sowas wie E-Mails schreiben zum Beispiel kann ich automatisieren. Aber auch sowas wie Tabellen pflegen und auswerten kann ich automatisieren. Ich kann teilweise sogar ganze PowerPoint-Präsentationen erstellen. Ich kann Protokolle schreiben, Mitschriften, also ich lasse das einfach mitlaufen, so eine Besprechung und dann, bam, habe ich am Ende so ein kurzes, knackiges Protokoll des Ganzen. Programmieren, haben wir gerade gesehen. Es kann aber auch sprechen. Ich kann nicht nur mit der KI chatten, ich kann auch mit der KI quasi telefonieren und es klingt so wie ein echter Mensch. Das heißt, die KI kann auch Kundenanfragen zum Beispiel am Telefon bearbeiten. Die KI kann Termine organisieren und vieles, vieles, vieles mehr. Und wenn wir uns überlegen, was haben diese sehr unterschiedlichen Tätigkeiten miteinander gemeinsam, dann sind es erstmal Tätigkeiten, die man nicht kategorisiert als Blue-Collar-Berufe. Es sind keine handwerklichen Tätigkeiten, sondern es sind Tätigkeiten, die damit zu tun haben, dass man in irgendeiner Form Informationen verarbeitet. Und es sind vor allen Dingen Tätigkeiten, die einen gewissen Standardisierungsgrad haben. Und das ist eine Faustregel von KI. Ich kann im Grunde genommen als Faustregel festhalten, je standardisierter ein Prozess, desto besser kann ich ihn automatisieren. Gerade weil eine Tätigkeit wie ein Pop-up-Fenster zu programmieren relativ standardisiert ist, kann ich es gut automatisieren. Das bedeutet aber auch, gerade weil die Anamnese in der Medizin, ja, die Befundung von einer Patientin oder einem Patienten relativ standardisiert ist, kann ich es automatisieren. Überall dort, wo Menschen in irgendeiner Form standardisierte Arbeit machen, kann ich es automatisieren. Und es bedeutet im Zusammenspiel, naja, dass Menschen vielleicht nicht unbedingt alle arbeitslos werden, aber dass sie beginnen, solche standardisierten Aufgaben und insgesamt vieles an eine KI auszulagern, möglicherweise. Und diese beiden Illustrationen, die ihr hier seht, by the way, daran wird auch nochmal einiges deutlich, was da gerade im Umbruch ist, habe ich selber erstellt mit der KI. Oder ich weiß nicht genau, habe ich sie erstellt oder habe ich sie erstellen lassen? Die KI war im Grunde genommen wie so eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter für mich und ich habe diese Illustration in Auftrag gegeben. Der Punkt ist, das muss man wirklich verstehen an dieser Stelle, das sind keine Collagen, okay? Diese Person, diesen Mann, die KI hat nicht einfach nur den Roboter und den Mann zusammengesetzt. Es existiert nirgendwo eine Darstellung von diesem Mann in dieser Form. Das ist ein Original. Ja, das ist ein Original. Das hat nicht existiert bis zu der Sekunde, wo ich das in Auftrag gegeben habe. Und das Ergebnis ist, finde ich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, wer von euch, ach genau, ich habe nur einen Auftrag gegeben, das war mein Befehl, ein Roboter hilft einem Menschen bei der Arbeit. Und das waren die beiden Bilder, die es ausgespuckt hat. Und ich weiß nicht, wer von euch wäre in der Lage, wenn ich sage, ein Roboter hilft einem Menschen bei der Arbeit, mir ein Ergebnis von dieser Qualität zu liefern. Vielleicht ein, zwei Leute hier im Raum, mehr nicht. Das ist ja eine Fähigkeit, so illustrieren zu können, die hat einen Wert.
die kann ich verkaufen. Ich kann als Illustratin oder Illustrator arbeiten und meine Fähigkeit, die ich über Jahre mir erarbeitet habe, verkaufen. Und nicht nur das, es ist auch eine Fähigkeit, aus denen ich Anerkennung generieren kann, ein Selbstwertgefühl. Ich bin jemand, weil ich kann das. Und es können nicht viele, fast niemand in dem Raum kann das. Diese Fähigkeit verliert an Wert. Weil es kann nämlich jeder jetzt. Absolut jeder. Und es dauert kein Tag, es dauert 20 Sekunden. Boom. Und da ist die Frage, was macht es mit Wettbewerbsverhältnissen auf dem Markt der Illustratorinnen und Illustratoren? Wenn plötzlich sogar ich, wenn ihr sehen könntet, wie ich normalerweise zeichne, das ist immer noch irgendwo auf Grundschulniveau hängen geblieben, da mache ich so ein paar Strichmännchen irgendwo hin. Und trotzdem könnte ich jetzt hingehen und anfangen als Illustrator zu arbeiten und damit Geld zu verdienen. Trotzdem glaube ich nicht, dass das Ganze bedeutet, dass unbedingt alle Menschen jetzt in diesem Land arbeitslos werden und wir jetzt in eine riesige Arbeitslosigkeit rein stolpern. Wer weiß, vielleicht passiert es, aber das ist natürlich auch sehr stark eine Frage der politischen Gestaltung. Vor allen Dingen müssen wir aber bedenken, dass wir gleichzeitig in einem Land leben und in einer Gesellschaft, und auch das ist eben Wandel, die einen starken demografischen Wandel hat, das ist die Altersverteilung hier in Deutschland. Hat das eigentlich einen Laserpointer? Ich weiß gar nicht genau. Ja, eigentlich ist das hier ein Laser? Ah ja, okay. Genau, das ist die Altersverteilung. Das heißt, das hier sind die 0- bis 4-Jährigen, davon gibt es 2 Millionen. Und dieser dicke Balken, das sind die 55- bis 59-Jährigen. Und davon gibt es eben 3,5 Millionen Männer und dann auch nochmal auf der Seite der Frauen 3,5 Millionen Frauen. Das sind die Neugeborenen, das sind die Kinder, das hier sind die Älteren und hier dünnt es natürlich alleine deshalb aus, irgendwo über 80, weil wir alle eines Tages gehen müssen. Wenn wir uns anschauen, welche Menschen arbeiten, dann sind das ungefähr die in diesem Kasten hier. Das sind die Menschen hier über 20, habe ich jetzt mal reingezeichnet, bis 64. Und wir dürfen nicht vergessen, in den nächsten Jahren gehen diese Leute hier in Rente. Ja? Also es sind hier diese über 3,5 Millionen Männer und Frauen in den Alterskohorten hier. Und das sind die, die nachkommen. Das sind die, die nachkommen. Also ich meine, wir haben heute schon einen so starken Fachkräftemangel und jedes Jahr gehen so viel mehr Leute in Rente als nachkommen, dass wir uns wegen der KI in der Summe der Dinge, in der Frage, wird es noch genug Jobs in diesem Land geben, vielleicht nicht so viele Gedanken machen sollten. Aber das heißt nicht, dass es keine Gewinner oder Verlierer gibt, wenn wir an die Illustratoren denken. Arbeit ändert sich mit Sicherheit qualitativ. Die Machtverhältnisse ändern sich. Wer steht auf der Sonnenseite und wer nicht, ändert sich. Und insbesondere standardisierte Aufgaben eben werden stärker automatisiert. Was bedeutet das, wenn ich jetzt nochmal mir das anschaue, was ich eben gemacht habe da mit ChatGPT? Was war eigentlich, was sind die Fähigkeiten, die jetzt aber wichtiger werden in diesem Prozess? Dann sind es eben sehr stark solche Fähigkeiten, wo ich sagen kann, das, was da eigentlich passiert ist gerade in dieser kurzen Demo, da habe ich ja eigentlich die Rolle einer Führungskraft übernommen. Ich habe der KI gesagt, mach eine Kampagne. Ja, schreibt ein Newsletter. Ich habe die Anweisung gegeben und wenn die KI verschiedene Vorschläge macht, dann muss ich auswählen, welchen ich davon nehme. Das heißt, im Endeffekt hat die KI die Rolle eines Mitarbeitenden und ich werde in dem Moment zu der Führungskraft eines Assistenzsystems. Und das bedeutet, dass halt vor allen Dingen die Fähigkeiten wichtiger werden in der Arbeitswelt und in unserer Gesellschaft, die damit zu tun haben, dass ich konzeptionell arbeite, dass ich strategisch arbeiten kann, Richtung vorgebe, dass ich die Ergebnisse kuratiere, dass gleichzeitig die sozialen Kompetenzen wichtig werden, Kundenkontakt, menschliche Note, Kollaboration. Was verliert an Wert? Das Handwerkzeug. Ich kann ganz gut Texte schreiben, ich kann ganz gut Bilder malen, ich kann ganz gut programmieren, ich weiß, wo ich was abhefte. Das verliert an Wert. Es gibt einfach eine Veränderung, ne? Welche Fähigkeiten sind wichtig und welche nicht. Und das muss nicht unbedingt schlimm sein, aber wir müssen gucken, dass dabei nicht so viele Verlierer erzeugt werden. Das Ganze ist eben auch ein Katalysator für einen Wertewandel. In dem Moment, wo viel Standardisiertes automatisiert werden kann, bleibt vielleicht mehr Raum für das Menschliche. Bleibt vielleicht mehr Raum, dass wir
auch irgendwie, dass wir Jobs schaffen im Care-Bereich, wo Menschen sich umeinander kümmern, oder auch eben, dass Menschen tatsächlich mehr Raum haben in der Arbeit, um sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren, auf den menschlichen Kontakt und so weiter und so fort. Erstmal im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn sich die Arbeitswelt stark verändert, ist das nicht unbedingt schlecht. Denn leider sehen die ganzen Zahlen für Deutschland aktuell nicht so super rosig aus. Ungefähr die Hälfte der Menschen geht nicht gerne zur Arbeit. Es gibt eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2022 aus der DACH-Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz, laut der 52%, also mehr als die Hälfte der Menschen, keinen Sinn sehen in ihrer Tätigkeit, in dem, was sie tun. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Das heißt, wenn dieses ganze System gehörig durchgeschüttelt wird, dann hat es auch ein gewisses Potenzial. Aber es muss natürlich gestaltet werden, damit es nicht mehr Verlierer als Gewinner erzeugt. Ein anderer Bereich, ich will da jetzt so ein bisschen kürzer mich fassen als bei der Arbeit, ist aber, dass natürlich KI nicht nur das Arbeitswelten verändert, sondern ein Stück weit auch unser Zusammenleben. Es gibt auch soziale KIs, die gar nicht so sehr die Funktion haben, dass sie programmieren oder Newsletter schreiben auf Deutsch oder Griechisch, sondern um sich mit denen zu unterhalten. Und ein Beispiel davon ist MyAI von Snapchat. Das wurde letztes Jahr eingeführt und da vorne lacht schon eine Person. Ja, es wurde von vielen Leuten noch nicht angenommen, aber genau, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also Snapchat ist ein Social Media, hauptsächlich an junge Nutzerinnen und Nutzer gerichtet. Genau, Social Media wisst ihr, also selbst wenn man Snapchat nicht selber benutzt. Und eines Tages haben die Leute ihre App aufgemacht und dann war da in der Adressleiste ein neuer Kontakt. MyAI. Und der stand ganz oben. Da dachte ich mir so, wer ist denn das? Wo habe ich diese Person denn eingespeichert? Das sind die ganzen Freundinnen und Freunde. Und das ist der MyAI. Was sagt MyAI denn? MyAI sagt, ich bin nur hier, um mit meinen Freunden zu sprechen und zu sehen, wie es euch geht. Ich? Sind wir Freunde? Natürlich sind wir Freunde. Wir können uns hier unterhalten und Snaps miteinander teilen, wann immer du willst. Schauen wir uns so ein echtes und nicht gefaktes Gespräch an, das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich, hey, was geht? Hey, wie geht's? Geht so. Das tut mir leid zu hören. Kann ich dir irgendwie helfen? Fragt die KI. Weiß nicht. Kein Problem. Wenn du reden möchtest, bin ich hier für dich. Die Pauline war heute in der Schule so doof zu mir, hat mich voll vorgeführt vor allen. Das klingt wirklich nicht nett von ihr, sagt MyAI. Möchtest du darüber reden, was passiert ist? Sie hat sich über mein Shirt lustig gemacht. Das ist wirklich gemein von ihr, sagt die KI, aber lass dich nicht von ihr runterziehen. Du bist großartig, so wie du bist. Soziale KIs gibt es schon heute. Snapchat ist eine Plattform mit weltweit über 400 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Und diese Funktion lässt sich nicht deinstallieren. Also selbst wer keinen Bock darauf hat, kann sie nicht einfach so löschen. Zumindest nicht in der normalen Version, nur in der Premium-Version. Wenn man 4 € im Monat zahlt, kann man MyAI löschen. Das heißt, wir leben bereits heute in einer Welt, und das ist kein Science-Fiction mehr, sondern das ist hier und jetzt, leben wir in einer Welt, in der Millionen von Menschen persönliche Gespräche mit künstlichen Intelligenzen führen und sich manchmal vielleicht sogar verstandener fühlen als von ihren Mitmenschen. Das liegt nicht immer nur daran, dass die KI so großartig ist. Manchmal ist die Messlatte nicht so hoch. Und deswegen liegt es auch an uns allen, diese Messlatte hochzulegen und für ein soziales Miteinander zu sorgen, in dem eine KI nicht mithalten kann. Aber das ist heutzutage nicht der Fall. Wichtig zu verstehen, wenn wir über KI reden, was passiert da im Hintergrund? Natürlich kann man da jetzt sehr tief reingehen und es ist definitiv relativ anspruchsvoll, im Detail zu verstehen, wie eine Technologie wie ChatGPT jetzt funktioniert, wenn man sich das genau anguckt in der Softwarearchitektur. Eine Sache muss man wissen, weil das ist die wichtigste, das ist der Kern des Ganzen, wie es funktioniert. Der Kern ist, dass wenn ich
mit einer KI spreche, wenn ich Worte sage, dann werden diese Worte in Zahlen umgewandelt. Diese Zahlen werden in einem super komplexen Prozess miteinander verrechnet. Vor allen Dingen gibt es ganz viele Multiplikationen. Am Ende kommt wieder ein Ergebnis als Zahl raus. Und diese Zahl wird dann quasi umgewandelt wieder in Wörter. Okay, also auch wenn man sich nicht damit beschäftigen möchte, was da jetzt im Einzelnen passiert und wie das jetzt alles so klappt und wie das sein kann, dass da irgendwie was Sinnvolles rumkommt. Wichtig ist, eine KI versteht keine Wörter. Eine KI verarbeitet keine Wörter. In dem Moment, wenn ihr miteinander sprecht oder wenn ihr mir zum Beispiel jetzt gerade zuhört, dann hat das, was ich sage, irgendeine Form von Sinn und ihr begreift das. Ihr hört die Worte und ihr versteht den Inhalt. Ihr versteht die Semantik, ihr versteht die Bedeutung dessen, was ich sage. KI tut es nicht. KI versteht auch nicht, was KI selbst sagt. KI ist eine sehr anspruchsvolle Version von Wahrscheinlichkeitsrechnung. KI ist ein Rechenprogramm. Wenn ich einen Satz sage, ist das für KI eine Zahlenreihe und keine Aneinanderreihung von Worten mit einer Bedeutung. Also egal, wie tief man sich auseinandersetzen will, diese eine Sache muss man wissen. Um zu verstehen auch, dass alles das hier im Grunde genommen Fake ist. Wenn die KI sagt, das tut mir leid zu hören, dann tut es ihr nicht leid. Weil der KI kann gar nichts leid tun. Die KI versteht nämlich noch gar nicht, was hier ich sage an dieser Stelle. Es ist keine echte Empathie, sondern es ist die Simulation einer Empathie. Es ist eine simulierte Empathie. Insofern müssen wir uns fragen, ob wir in der Welt, in der wir leben, eine Veränderung eingehen wollen, bei der möglicherweise immer mehr Menschen anfangen, ihr Herz solchen KIs anzuvertrauen. Wir leben in einer Gesellschaft mit einem sehr hohen Grad an Einsamkeit. Wenn man an dieses Thema denkt, Beziehung mit KI, dann denkt man häufig an so Science-Fiction-Szenarien, vor allen Dingen von so romantischen Beziehungen, vielleicht Sexroboter oder sowas. Das ist sehr reißerisch, ne? Da kann man sich schön drüber aufregen und beim Bierchen und so weiter. Das wird im Endeffekt aber vielleicht nicht so relevant sein. Beziehung kann auch bedeuten, dass eine jugendliche Person, die sich unverstanden fühlt, oder eine ältere, alleinstehende Person, die sich einsam fühlt, einer KI anvertraut, um mit ihr zu sprechen. Das kann auch Beziehungen bedeuten. Es muss nicht unbedingt romantisch sein. Und die Frage ist, ja, wollen wir in dieser Welt leben, in der das zu einer neuen Norm avanciert? Der Weg ist eingeschlagen. Im Großen und Ganzen, und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was diesen Epochenwechsel auszeichnet, stehen wir an einem Punkt, wo unsere Sozialstrukturen, unsere gesellschaftlichen Strukturen, unsere Familienstrukturen, unsere Beziehungsstrukturen und so weiter und so fort ergänzt werden durch nichtmenschliche Wesen, durch KIs. Und das ist bereits heute der Fall. Und es klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich finde diese Werbung von diesem Roboter, der ist schon ein bisschen älter, der ist gar nicht so intelligent, aber die Werbung ist so intelligent. Ich finde diese Werbung so gut, weil diese Werbung macht nämlich genau das deutlich, dass wir hier den Hund haben und im Endeffekt bildet dieser Hund eine Brücke zum Roboter. Denn es ist heute bereits in vielen Familien normal, dass man ein Nicht-Homo sapiens in der Struktur drin hat. Und wer so ein Nicht-Homo sapiens bei sich hat, der weiß, wie sehr so ein Nicht-Homo sapiens die Sozialstrukturen aufrütteln kann. Die werden mitgeprägt dadurch, ne? Der Hund, den man Gassi führen kann, muss und so weiter und so fort. Insofern bedeutet es nicht unbedingt, dass wir jetzt alle KIs heiraten und so weiter und so fort, aber wir müssen uns mit einem Szenario auseinandersetzen, wo künstliche Intelligenzen Teil von Sozialstrukturen werden, wo sie beginnen, diese mitzuprägen. Das heißt, mit anderen Worten, der Moment ist gekommen,
die Neuankömmlinge da, sind da. Wir stehen vor der grundsätzlichen Frage, wie wir KI integrieren und wie wir diese Technologien, die zwar keine Lebewesen sind, aber die so Pseudo-Lebewesen sind, so Fake-Lebewesen, ja, wie wir diese Fake-Lebewesen jetzt in unsere Sozialstrukturen integrieren wollen. Das ist natürlich auch eine Frage für unsere Demokratie. Ein weiteres Thema eben im Rahmen der Veranstaltungsreihe, und deswegen finde ich das auch so super, wie es da zusammengestellt ist, denn es bedeutet auch, dass in unseren demokratischen Diskursen nicht mehr nur Menschen teilhaben, sondern zunehmend auch Maschinen. Natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt mit ChatGPT einen Text schreibe, dass ich als Mensch diesen Text in Auftrag gebe und ich bestimme, was da geschrieben wird und ich bestimme auch, ob das publiziert wird oder nicht und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, dass KI immer stärker zum Co-Autor wird und teilweise auch im Internet Social Media Posts, Blogartikel und so weiter komplett selbst schreibt, dass wir sagen können, immer mehr Texte auf dieser Welt, immer mehr Texte im Internet sind gar nicht von Menschen geschrieben, sondern von Maschinen. Das heißt, nichtmenschliche Akteure haben Teil an diesem ganzen Gelaber, an diesem ganzen gesellschaftlichen Diskurs, an dieser ganzen Auseinandersetzung über Themen aller Art, sag ich jetzt mal. Und das ist neu, das ist historisch neu, also das gab es noch nie. Insofern verändert sich Demokratie da an verschiedenen Stellen, nicht nur, weil Maschinen daran teilnehmen und wir aufpassen müssen, dass Menschen immer noch federführend sind in dem Ganzen, sondern auch, weil dadurch neue Gefahren von Beeinflussung entstehen, weil ich durch KI eben besonders gut Persönlichkeitsprofile erstellen kann von Nutzerinnen und Nutzern und halt individuelle Botschaften an die Nutzerinnen und Nutzer richten kann, um sie gezielt zu manipulieren. Das Ganze, dieser Wandel von Demokratie, findet statt vor dem Hintergrund einer immer noch weiter fortschreitenden Vernetzung. Und das ist an dieser Stelle auch nochmal spannend, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass dieser digitale Wandel den nächsten Schritt macht und auf die nächste Stufe geht. Auf welcher Stufe stehen wir denn gerade und was waren denn die bisherigen Konsequenzen? Wir leben eben in einer Zeit, die vernetzter ist denn je, und da könnte man sagen, das ist, also wir leben in der goldenen Ära der Demokratie, weil es war nie, hatten wir so als Homo sapiens, als Spezies so effektive Mittel, um uns zu organisieren, um uns auszutauschen, um miteinander in Diskurs zu kommen und unsere Meinungen abzugleichen und uns zu informieren. De facto aber sehen wir eine Polarisierung, und das hängt auch damit zusammen, dass auf Social Media so Beiträge, die für Wut sorgen, stärker sich verbreiten als welche, die gemocht werden. Also es gab irgendwann eine Untersuchung, die festgestellt hat, dass auf Facebook, das war vor ein paar Jahren, dass wenn ein Beitrag ein Wütend-Emoji bekommt, wenn er mit wütend kommentiert wird, dann belohnt der Algorithmus das 5-mal so stark wie bei einem Like. Also das wird 5-mal so gut ausgespielt wie bei einem Like, wenn es gehasst wird, was da geteilt wird. Das hat sich jetzt ein bisschen relativiert, das ist jetzt vielleicht nicht mehr 5-mal, aber ich glaube, wenn wir daher kommen und das erst ein paar Jahre her ist, dann wird es immer noch stärker sein. Das heißt, es werden dort gezielt eine solche Polarisierung unserer Gesellschaft, in der Menschen irgendwann nicht mehr so gut miteinander sprechen können, weil man immer aufgeheizter wird, ja, wird durch solche Plattformen definitiv mit befördert. Es ist sozusagen in der Architektur, weil man darauf ein gutes Geschäftsmodell aufbauen kann. Insofern stellt sich vor diesem Hintergrund, dass eben KIs stärker teilhaben an Diskursen, dass unsere Menschheit weiterhin immer vernetzter wird, dass wir aber jetzt sehen, dass diese Vernetzung oft polarisierende Tendenzen hat, die Frage, welchen Einfluss hat meine Stimme? Das ist eben die Frage der zweiten Veranstaltung dieser Reihe, und diese Frage hat eine ganz philosophische Komponente in gewisser Hinsicht, denn was ist denn hier mit Stimme eigentlich gemeint? Wir leben in einer Demokratie, in der wir das oft so verstehen, die Frage, wem gebe ich meine Stimme? Also wen soll ich wählen? Wo, ja, für wen stimmt ihr? Im Endeffekt verstehen wir Demokratie sehr häufig in dieser Form als eben eine Form repräsentativer Demokratie, bei der Menschen gewählt werden, die dann das Volk repräsentieren, als ein Abgeben der Stimme. Die Frage ist aber nicht unbedingt, gebe ich meine Stimme ab
oder bringe ich meine Stimme ein? Es gibt viele verschiedene Konzepte von Demokratie, viele verschiedene Formen von Demokratie. Das bedeutet nicht, dass man das jetzt alles abschafft, dass man Menschen wählt, das repräsentative System. Aber grundlegend wurde von Jürgen Habermas dieses Konzept der deliberativen Demokratie eingeführt, das ich sehr stark finde und sehr überzeugend, wo er sagt, im Endeffekt, Demokratie bedeutet, dass wir gemeinsam entscheiden, nicht nur, dass wir unsere Stimme abgeben bei der Wahl, sondern dass wir unsere Stimme einbringen können. Und dieses Einbringen, diese Teilhabe ist halt etwas, das wir, glaube ich, stärker fördern können in unserer Gesellschaft und etwas, das auch gelingend sein kann, um eben durch diese Welt im Wandel zu navigieren. Und es ist etwas, was auch dieses Phänomen, das ich eben schon angesprochen habe, mit der Einsamkeit in irgendeiner Form adressiert. Denn das ist sehr multifaktoriell. Dieses Einsamkeitsthema begleitet mich schon seit Jahren. Und die Zahlen sind schon seit Jahren sehr schlecht und sie sind jetzt noch schlechter geworden. Sie waren immer so bei ca. 11% und das hat man schon als großes Drama gesehen, ja, weil die Auswirkungen von Einsamkeit auf das soziale Miteinander und auf die Gesundheit sind wirklich dramatisch. Die neueste Umfrage, die wir haben in Deutschland, ist ein halbes Jahr alt, repräsentativ von der Deutschen Depressionshilfe. Ein Viertel aller Menschen in diesem Land fühlt sich sehr einsam. Bei jeder vierten Person ist das Lebensgefühl grundsätzlich durch ein Gefühl von Einsamkeit geprägt. Bei jeder vierten. Wir leben in einer Zeit als Spezies, als Homo sapiens, in einer Gesellschaft, wo wir vernetzter sind denn je, wo wir mehr miteinander reden denn je, zumindest irgendwie mehr Möglichkeiten haben, miteinander zu reden, und doch die Menschen sich einsamer fühlen als jemals zuvor. Das hat viele, viele, viele Gründe. Und wenn man dieses große, große gesellschaftliche Problem, diese große gesellschaftliche Aufgabe angehen möchte, dann gibt es dafür nicht eine Lösung, sondern dann ist es sozusagen ein Lösungsansatz eben auf vielen Ebenen. Aber ich glaube, dass eine Demokratie, die eben neben dem Wählen auch darin besteht, dass wir uns einbringen, sowohl in Diskussionen, aber auch in lokalen Projekten, auch ein Weg ist, um darauf zu reagieren und Menschen wieder stärker miteinander zu verbinden. Denn dieses Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, scheint abhandengekommen zu sein für viele, viele Menschen. Eine neue Demokratie, die mehr Teilhabe bedeutet, eine stärker deliberative Demokratie ist, kann Menschen besser integrieren. Und ich glaube, sie ist auch deshalb wichtig, weil Entscheidungen teilweise schneller getroffen werden können. Das klingt manchmal ein bisschen kontraintuitiv, so nach dem Motto, wenn da viele Leute mitreden, dann wird doch alles nur noch komplizierter, lass das mal top-down entscheiden. Aber auch aus der Wirtschaft wissen wir, in großen Konzernen zum Beispiel, dass gerade solche Entscheidungsstrukturen, bei denen alles von oben vorgegeben wird, viel langsamer sind in vielen Fällen und mit viel bürokratischeren Strukturen einhergehen, als wenn man mehr Freiheit und mehr Macht auf einer unteren Ebene lässt, wo die Menschen auf ihrer kleinen Ebene entscheiden können. Das ist, glaube ich, auch deswegen wichtig, weil globale Herausforderungen globale Lösungen brauchen, aber diese globalen Lösungen eben lokal entstehen müssen. Und damit sind wir in dem dritten Phänomen, denn eine ganz, ganz entscheidende Herausforderung an der Stelle ist natürlich der fortschreitende Klimawandel. Ich halte das kurz, aber lass uns noch mal eine Sache verdeutlichen. Und zwar, ich möchte ganz zu Anfang zurückspringen, als es um diese Geldanlage von diesen 2000 Euro ging und um diese exponentielle Dynamik. Auch der Klimawandel ist ein nichtlinearer Prozess. Das bedeutet, also das hier ist von Mitte der 50er Jahre, ist es die Konzentration des Kohlenstoffdioxids in der Atmosphäre bis heute, und ihr seht, was die Tendenz ist, völlig ungebrochen, also nichts wird da weniger. Das bedeutet nicht linear, dass zum Beispiel die Erhöhung von hier nach hier kann beispielsweise große Auswirkungen haben auf das Klima und die nächste Erhöhung aber nur noch ganz kleine. Also macht fast gar keinen Unterschied, obwohl es die gleiche Menge ist. Und die nächste Erhöhung macht einen Riesenunterschied, obwohl es die gleiche Menge ist. Also man kann nicht sagen, naja, es hätte bis hier hat's gut gegangen und dann wird es jetzt auch noch weiter gut gehen. Ja, weil es ein nichtlinearer Prozess ist, bei dem man nie, also sehr, sehr schwer modellieren kann, sozusagen, was macht die nächste Erhöhung eigentlich für einen Unterschied.
Es ist eben ein komplexes Phänomen. Ihr kennt es vielleicht, dieses Butterfly-Effekt, ja? Also ein Schmetterlingsflügelschlag an einer Stelle im Wettersystem kann einen Sturm an einer anderen Stelle auslösen. Das ist das Bild, das sich durchgesetzt hat von Herrn Lorenz aus der Meteorologie, der dieses chaotische System entdeckt hat. Und in gewisser Hinsicht auch das Klima ein chaotisches System. Wir leben deshalb in der Folge mittlerweile in einem neuen Zeitalter, das auch als das Anthropozän bezeichnet wird. Anthropozän ist also eine geologische Bezeichnung für das Erdzeitalter und Anthropos, das ist der Mensch, das Zeitalter des Menschen. Das ist eben Ergebnis der Technisierung und hat unsere bisherige Epoche, das Holozän, als geologisches Zeitalter abgelöst. Und die Ironie des Ganzen ist aber, dass dieses Zeitalter des Menschen, in dem wir leben, für den Menschen nicht allzu lebensfreundlich ist. Das Holozän, das nicht das Zeitalter des Menschen war, 10.000 Jahre lang, war eigentlich viel besser für unsere Spezies als dieses sogenannte Zeitalter des Menschen, das wir selbst geschaffen haben. Aber wir werden damit natürlich umgehen können, auf die eine oder andere Weise. Der Mensch ist eine adaptive Spezies, aber ich glaube, dass eine Sache man vielleicht doch mitnehmen könnte als Umdenken. Dieses Anthropozän geht zurück auf einen sehr starken Anspruch, die Welt zu kontrollieren, ja, in irgendeiner Form. Der Soziologe Hartmut Rosa nennt das die Haltung der Weltbeherrschung, diese Welt an den Menschen anzupassen. Das wird eben bei so Feldern deutlich. Wir haben begonnen, den ganzen Planeten in irgendeiner Form an uns anzupassen. Aber das evolutionäre Prinzip, das Grundprinzip von Charles Darwin, Survival of the Fittest, sagt, die Spezies überlebt, die selbst angepasst ist. Und der Homo sapiens hat dieses Spiel versucht umzudrehen. Er hat versucht, nicht mehr sich selber anzupassen an Umgebung, sondern er hat versucht, die Welt an sich anzupassen, an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und das eben sehr wesentlich durch Technik. Und das ist ein Ansatz, der nicht grundsätzlich verkehrt ist, aber ein Ansatz, der teilweise zu weit getrieben wurde. Ich glaube, es geht bei all dem nicht darum, dass wir uns zurücksehnen in bessere Zeiten. Also teilweise sind das ja auch in populistischen Erzählungen. Also nehmen wir zum Beispiel Make America Great Again. Da steht dieses Wort again drin, wieder, wieder groß machen. Wir müssen irgendwie zurück, zurück, zurück. Oh mein Gott, was passiert hier? Das ist alles so viel und ich weiß nicht, was soll ich damit machen? Wir müssen irgendwie zurück. Wir müssen das aufhalten, wir wollen wieder zurück. Das ist letztlich eine Grunderzählung, die ganz, ganz alt ist. Im Grunde genommen ähnelt sie der biblischen Erzählung von dem Sündenfall und dem Rauswurf aus dem Paradies. Früher war alles besser. Ja, früher, da waren sozusagen ein paradiesischer Zustand, in dem alles in Harmonie war und dann wurde dieser Zustand zerrissen und dann war alles scheiße. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder das Paradies herstellen, wir müssen wieder zurück ins Paradies in irgendeiner Form. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten, diese Erzählung. Aber früher war nicht alles besser und wir können auch nicht zurück. Insofern lass uns nicht diese Vergangenheit betrauern, die wir weder zurückholen können, noch zurückholen sollten, selbst wenn wir es könnten, sondern stattdessen die Zukunft gestalten. Das ist die Zeit, in der wir leben werden. Ich glaube, dass wir die Fähigkeit dazu haben, als Homo sapiens, ich glaube, dass wir die Fähigkeit dazu haben, als Gesellschaft, wenn wir mutig sind, uns einerseits an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, das heißt, nicht einfach weiter so zu machen, sondern tatsächlich wieder ein Stück weit Darwins Grundprinzip ernst zu nehmen. Also das ernst zu nehmen, dass wir in irgendeiner Form in ökologischen Systemen agieren und uns irgendwie daran anpassen müssen, dass das eine Tatsache ist und es nicht die ganze Zeit ignorieren. Aber indem wir auch ganz stark gestalten, indem wir Entwicklung gestalten, technologische Entwicklung und sozialen Wandel. Es ist Luft nach oben. Die Welt, in der wir leben, ist ja nicht perfekt. Insofern ist es erstmal ja überhaupt nicht schlimm, dass sie sich verändert. Aber sie tut es eben immer schneller und es erfordert umso mehr, viel stärker als jemals zuvor, dass wir in einen Austausch kommen, um das Ganze mitzugestalten. Und Herr Wingfeld hat es schon mehrmals gesagt in seiner Begrüßung,
in welcher Welt wollen wir leben? Und diese Frage ist tatsächlich ganz wesentlich, denn ich glaube, das wird oft aus den Augen verloren. Es gibt viele verschiedene Gespräche, Konferenzen, Bücher und so weiter und so fort über die Frage, naja, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Ja, irgendwie verändern sich unsere Demokratien und KI und der Klimawandel. Was wird auf uns zukommen? In der Zukunftsforschung nennt man das die Zeitform des konstativen Futurs, als wäre diese Zukunft bereits festgeschrieben. Niemand kann sagen, was in 10 Jahren sein wird. Und es liegt nicht nur daran, dass keiner diese Fähigkeit hat, sondern es liegt daran, dass es gestaltbar ist, was in 10 Jahren sein wird. Und deswegen müssen wir ein Stück weit rauskommen aus diesem sowohl der Vergangenheit hinterher trauern, wir aber auch in so einer Sachzwanglogik denken über die Frage, was morgen sein wird und stattdessen überlegen, was wir morgen für eine Welt haben wollen, in der wir leben. Und das ist etwas, das kann kein Mensch alleine entscheiden und das kann niemand alleine erzählen, sondern das ist etwas, das kann man nur gemeinsam in einer deliberativen Demokratie. Und deswegen gibt es diese Reihe und deswegen gibt es diesen Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.